So, auf geht's auf eine neue Etappe. Schönen guten Morgen aus Bad Salzuflen. So, wir haben jetzt hier 4 Nächte in einem guten Hotel verbracht. Nicht ganz billig, aber schön. Hier für der Königin war ein Teil der Unterkunft. Jetzt fahren wir gleich nochmal am Haus Germania vorbei, wo wir den zweiten Teil der Unterkunft verbracht haben. Wunderschönen guten Morgen aus Bad Salzuflen. Wir haben jetzt hier 4 Nächte verbracht in einem ganz angenehmen Hotel. Inklusive Frühstück. War jetzt nicht ganz günstig, insbesondere nicht das Frühstück. Ja, das hat hier mit 15 Euro pro Person zu Buche geschlagen. War schon gutes Frühstück, aber 15 Euro finde ich dennoch ganz schön teuer. Jetzt geht es weiter heute hier Richtung Lüneburger Heide, Richtung Soltau. Mal zum Zeitabgleich, heute ist Sonntag, der 11. Juli. Hier? Ne, hier noch nicht, da unten. Heute ist Sonntag, der 11. Juli. Aber bist du lebensmüde, bist du ohne, Junge? Gestern haben wir hier so einen relativ entspannten Tag gemacht, hier in der Stadt selber. Ein bisschen hier hinten im Park gewesen, auch sehr schön landschaftlich angelegt. Auch einer der größten Irrgärten Deutschlands ist, glaube ich, hier. Auch da haben wir uns das dritte Mal verirren lassen. War recht lustig. Vorgestern demzufolge waren wir mal an dem Hermannsdenkmal gewesen, hier im Teutoburger Wald. Wenn wir schon mal hier in der Gegend sind, kann man sich das auch mal angucken. Wirklich schon impulsant, ja, diese Denkmal da oben auf dem Berg, das ist ja ein riesen Apparat, was sie da hingeflackt haben, ja, ey. Das denkt man gar nicht. Am Donnerstag waren wir hier in unserem Naturschutzgebiet ein bisschen spazieren gewesen, hier im Teutoburger Wald. Das ist wirklich sehr entspannt und wirklich richtig gut, ja. Unser heutiges Etappe ist eigentlich nicht allzu groß. Unsere heutige Etappe ist nicht allzu groß, nur roundabout 170 Kilometer plus gegebenenfalls Umleitung. Wie gesagt, Richtung Lüneburger Heide geht's, Richtung Soltau. Morgen wollen wir dann mal sehen, ob wir in den Heidepark Soltau kommen. Und danach geht's weiter Richtung Ostfriesland hoch. Also quasi übermorgen. Da war auch eine tolle Unterkunft. Ich hoffe nur, das Wetter bleibt trocken, weil die haben jetzt so für die kommende Woche sintflutartige Regenfälle wieder angemeldet.
Und auch die letzten Tage hat er zwischendurch immer mal wieder so ein bisschen reingeregnet hier. Daher war das gut, dass wir das Motorrad hier stehen lassen konnten. Und wir nicht unbedingt hier abhängig waren vom Wetter sozusagen. Ja. Weil wenn du denn halt mit dem Auto unterwegs bist, das war schon wieder eine wahnsinnige schöne Streckenauswahl, ja. Was so ein bisschen stört, sind die Radfahrer. Aber sonst war es mein erster Aufenthalt hier im Teutoburger Wald und das hat mir eigentlich relativ gut gefallen hier. Kannst du nicht meckern. Das ist eine schöne landschaftliche Gegend. Bad Salzuflen selber, ja, als Kurstadt ist ja auch schön gepflegt alles. Hat mir gut gefallen. Die Auswahl an Gastronomie fand ich jetzt nicht so berauschend. Weil das Essen war echt, naja, teilweise echt aus der Tüte gewesen. Und du natürlich dann auch entsprechend des Kurortes Preise verlangt haben, aber das war das Essen halt nicht wert in dem einen oder anderen Lokal, wo wir dort waren. So, mal ein schöner Anblick hier mit den Bergen. Ah, das ist die Porta Westfalica irgendwie, wa? Und so was. Kurze Päuschen hier an irgendeinem Campingplatz. Essensangebot ist gleich null. Also nur schnell was gesüffelt. Und weiter geht's. So. Dem die Gewitter ja anscheinend immer dichter kommen. Laut Regenradar bei uns mal sputen. Wir haben jetzt noch eine Stunde Fahrt so vor uns, 55 Kilometer. Und hoffen, dass es trocken bleibt. Ja, also weit ist nicht mehr. Schöne Kurven zum Abschluss des Tages. Eine Strecke, die durch den Wald führt. Herrlich.
heute 170 gefahrene Kilometer. Wir sind jetzt auch gleich am Ziel. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da. Das Abonnieren des Kanals nicht vergessen und dann drücken die Abo-Glocke. Nur dann wirst du auch informiert, wenn ein neues Video online ist. Ja, ansonsten, ne? Anregung, Kritik, wie immer unten in die Kommentare. Und dann sage ich ciao, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Wir haben es vom Regen geschafft, yeah! 6.